Abonniere uns sofort, Tuss! Bitte. Nun ja, ich bin jetzt Severus Snape und ich habe einiges an Zaubern drauf. Macht euch da auf jeden Fall auf was gefasst. Snape! Ach, ja. Wir unterrichten heute zusammen Potter und Snape, die besten Freunde. Best Friends. Kennst also du ich weiß nicht, also die ich kenne halt die einen umbringen soll, aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt im Unterricht, jemanden umzubringen direkt. Ja, nicht so. Aber nicht hier, so. Guck mal, ich mach mal Obli, warte. Hier, jetzt, guck mal. Und das ist ein bisschen geil. Oh. Ich hab geträumt. So, wo sind denn die ganzen Schüler jetzt verblieben? Ja, die wollen nicht. Die haben, glaube ich, keinen Bock auf uns. Hallo, Cedric. Was geht? Du bist einfach Edward von fucking Twilight. Ich komme nicht klar. Cedric stimmt Diggory. Schon. Setz dich hin, Schüler. Hinsetzen. Verstanden. Keiner ist da, die sind alle zu spät. Okay, da kommt der erste Dulli. Entschuldigung. Ja. Wo sind die anderen Vollidioten abgeblieben? Das kann ich Ihnen nicht genau beantworten. Nun, ich... Wo sind die ganzen Schüler? Ich hänge nicht mit so vielen Leuten rum, müssen Sie verstehen. Setzen Sie sich hin und halten Sie die Klappe jetzt. Typisch Gryffindor. Okay, Sir. Ich guck mal vor der Tür. Setz dich sofort neben uns. Hast du dich gerade auf den Tisch gesetzt? Es fällt dir ein. Begebt euch in die Scheißklasse. Sofort hinein. Hallo, Mr. Snape. In die Klasse mit euch. Ja, okay. Und was machen die da auf dem Gang? Sofort in die Klasse mit euch, ihr Vollidioten. Wo ist Klasse? Meine Fresse. Acht. Ich bin ein bisschen zu vorlaut. Genau. Schlafen. Was denn hier möchte los? Noch jemand schlafen? Amanda, sofort in die Klasse mit dir, Amanda. Sofort, habe ich gesagt. Klasse? Klassenraum 8, kommt rein. So, Schüler. Setzt euch hin und haltet alle die Fresse. Herr Lehrer. So, meine lieben Schüler. Getreuer Gebieter, Snape. So, wir haben uns nicht umsonst hier versammelt, ne? Wir haben uns natürlich alle zu einem guten Grund hier versammelt und zwar wollen wir was lernen. Genau, Amanda, okay, du kannst uns jetzt erstmal erzählen, was wir hier die letzten 5 Wochen an Stoff behandelt, beziehungsweise den Stoff durchgenommen haben, also so richtig durchgenommen den Stoff. Das Einzige, was ich hier gelernt habe, ist, dass Runenkunde irgendwelche Zeichen sind, die das normale Alphabet ersetzen. Ja, und ansonsten ist das Fach immer ausgefallen, weil die Lehrer keine Lust hatten, Runenkunde zu unterrichten. Falsch. Das klingt nach einem absolut versexten Fall. Markus, wer hat erlaubt zu sprechen? Noch bist du nicht dran. Schweig. Heute lernen wir etwas komplett anderes. Amanda Blackwood wird unser kleines Versuchsobjekt sein. Ja, Marco, Zauberstab rausholen. Hol deinen bescheuerten Zaubermagnat aus. Welche weniger schadhaften Zaubersprüche haben Sie bisher hier gelernt? Lumos. Der ist ja völlig inkompetent. Ja. Schweig! Kommen Sie mal nach vorne, Vertrauensschüler. So, ja, wir haben hier den Kevin, das ist mein Vertrauensschüler. Kannst du uns vielleicht bitte, oder der Amanda vielleicht einfach mal bitte deutlich machen oder erklären, was wir in der letzten Zeit hier behandelt haben oder durchgenommen haben an Stoff? Amanda, immer wieder dasselbe mit dir. Also, das sind nicht nur irgendwelche Zeichen, diese Runen. Es gibt doch einen geheimen Weg, sie zu schlüsseln, wenn du ordentlich mal draufspritzt. Kroxler, ja? Zügeln Sie Ihre Zunge. Meister? In Anwesenheit einer Dame wird so nicht gesprochen. Wie wäre es denn mit einem Zauberspruch? Die Demonstration eines Zauberspruchs, den Sie bisher gelehrt haben. Wie wäre es damit? Soll ich ihn an Amanda anwenden? Genau, ja. Er muss ja nicht unbedingt schadhaft sein. Anwendungszauber. Keinen zu schadhaften, bitte. Setz den versexten Fluch ein. Kruzier! Amanda, begib dich zurück in die Mitte, gefälligst. Wie? Zurück in die Mitte. So, Amanda. Ich habe eine Frage. Was ist diese Frage? Tretet vor, wenn ihr fragt. Tretet vor in den Kreis. In welcher Situation, nun ja, sollte man denn so einen Zauberspruch verwenden? Das kommt ganz drauf an. Sex. Findest du nicht, das ist ein bisschen zu hart? Wow. Es tut mir leid. So, kommen wir zurück zum Wesentlichen. Fragen werden blöd bestraft. Ey, der und... Nein. Der Lehrer beendet den Unterricht. Och, Mano. So, Amanda. Cedric, kannst du uns bitte einen Zauberspruch demonstrieren? Ich kann. Cedric. Heißt du Cedric? Halt deine versexte Fresse. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich weiß genau, wer das war. Abdul. Hier, Harry Potter. Der Vertrauensschüler. Abdul. Hier, Abdul war das. Ja. Genau hier versteckt er sich hinter mich. Möchtest du deinen Posten als Vertrauensschüler an dieser Schule behalten? Positiv. Dann setz dich hin und rede nur, wenn du angesprochen wirst. Du störst den Unterricht und du störst das Lernen deiner Mitschüler. Kommen wir zurück zu dir, Amanda. Amanda, schau mich an. Amanda, hol deinen Zaubermagnat raus. Sofort.
kommt einfach eine verfickte Stunde zu spät zum verfickten Unterricht? Es tut mir leid, ja, ich hab verschlafen. Komm sofort nach vorne. Ich möchte einmal demonstrieren, was mit Schülern passiert, ja, die zu spät kommen. Jack, bleib hier stehen. Hast du mich verstanden? Kevin, komm her. Du solltest das für mich erledigen. Kevin, entledige dich diesem Schüler, der zu spät gekommen ist. Du weißt genau, wie wir das regeln. Zeig es ihm, Kevin. Du glaubst ehrlich, dass du zu spät kommen kannst? Nein. Ihr wisst, wie ich das nenne. Ganz eleganterweise eine öffentliche Hinrichtung. So, Amanda, jetzt zu dir. Demonstrier, was du bei uns gelernt hast. Amanda, dafür, dass du letztes Mal schon nicht mit dem lieben Herr Snape schlafen wolltest. Den ganzen Raum vollgefurzt. Das war nur eine. Sehr beeindruckend. Kevin, du weißt, welchen Zauber ich nun anwenden werde. Naja, was ich bin... Was ist eigentlich mit dem, der die ganze Zeit auf der Bank sitzt? Na, der chillt einfach. Kollege? Schüler? Sie sind ja zwei hässliche Vögel. Wie darf ich helfen? Hat's nicht anders verdient. Alles klar. Darauf war ich nicht vorbereitet. Weiter zum nächsten Unterricht. Hinsetzen, alle Mann, nicht bewegen. Alle hinsetzen. So, alles klar, meine lieben Leute. Kommen wir zu den Duellen, ne? Auch für dich, Amanda. Diesmal musst du auch ein bisschen mitmachen, ne? Nicht wie letztes Mal einfach, ne? Wieder nichts machen im Unterricht und dann eine Eins hoffen, ne? Das... Okay, Professor. Genau, ne? Lassen Sie Amanda in Ruhe. Cedric, nach vorne mit dir. Ja, Meister. Na los, keine Scheu. Amanda? Du vielleicht? Amanda? Hä? Nein. Dann lassen wir vielleicht mal den Jungs den Vortritt. Ich glaube, der Harry von Otter würde sich trauen. Harry von Pig Otter, wo bleibst du? Der ist hier in der zweiten Reihe. Wir beginnen mit den Duellen. Den Mund. Harry von Otter, haben Sie noch irgendwas zu sagen, bevor das Duell beginnt? Ich habe etwas zu sagen, Meister. Was denn? Harry von Otter, was fällt dir ein, den Namen meines Meisters zu beschmutzen und ihn zu demütigen? Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Amanda gehört mir. Gestatten Sie es, Meister. Das Duell kann beginnen. Quandale Dingle hier. Ein ziemlich eindeutiger Kampf. Warum schreit er denn so? Weil es ein Folterfluch ist. Wieso schreit er? Der nächste bitte. Der Bernd. Der Vertrauensschüler. Okay, Bernd. Na los. Oh. Auf geht's, Bernd. Ich glaube an dich, Cedric. Es kann losgehen. Ich glaube, das zu bezweifeln, dass er der stärkste Schüler ist. Oh. Oh! Oh mein Gott! Oh no! Oh mein Gott, das war ein interessanter Zauber, Bernd. Ich bin ziemlich positiv überrascht von dir. Bernd, wo ist er? Vielen Dank. Oh, nicht schlecht. Wo haben sie ihn hingebracht? Der ist weg. Er hat zwar meinen Bruder Cedric erledigt, aber ob er mich erledigen wird? Ich bezweifle dies. Na los. Du hast meinen Bruder ermordet, aber ob du gegen mich gewinnen wirst? Du bist es nicht würdig! Er war kein Gegner für mich. From the underworld, coming from the underground.